Es ist halt so, dass unsere Kunden, bei denen wir arbeiten, es gar nicht merken, welcher Mitarbeiter eine Beeinträchtigung hat. Das ist die hohe Kunst, die wir meines Erachtens aber nämlich gut hinbekommen. Es fällt gar nicht auf, wer eine Beeinträchtigung wirklich hat. Ich bin als Praktikant dort angefangen, eine Woche und dann ein Jahr so mitgegangen, habe mir die Baustellen angeguckt und bin nach 2 Jahren ein Vorarbeiter geworden bei der GOW. Für uns ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir diese Teamfähigkeit in dem Unternehmen haben. Was gerade im Inklusionsbetrieb unheimlich wichtig ist, dass die Spaß an der Arbeit haben, das halte ich für das Wichtigste. Haben Sie jemals bereut, diese Stelle angetreten zu Nein, haben? definitiv nicht. Das war's. Direkt.